Hallo zusammen, willkommen zu diesem neuen Video. Heute soll es darum gehen, wie ihr Smoothie Shots mit dem Gimbal hinbekommt und was meine Tipps und Tricks dabei sind. Und wir schauen uns an, wie ich diesen Carphorn gedreht habe. Viel Spaß! Jo, das war der Porn gewesen, über den wir jetzt sprechen werden. Auf jeden Fall hat sich auch ein bisschen was im Heckbereich getan, denn ich habe jetzt insgesamt einen Heckdiffusor, ein Endrohre und einen Heckspoiler. Und das alles zusammen macht schon eine ganz geile Kombi und das Heck sieht einfach deutlich aggressiver aus und gefällt mir richtig gut. Für die i30N-Fahrer unter euch, die es interessiert, packe ich mal die Teile auch in die Videobeschreibung. So, und jetzt würde ich sagen, schwingen wir uns zur ersten Location und beginnen mit dem Video. So, Tonhammer. Jawohl. Gut, wir befinden uns, beziehungsweise Jason ist auch am Start, sag mal hallo. Ja, ich gewusst, wenn ich mit drin wäre, ich wäre besser so angezogen. Ja klar bist du drin. Was denkst du denn? Das ist doch voll, okay. Voll in Ordnung. Du musst halt zu, ja. Nee, auf jeden Fall, Jason ist auch dabei. Der hilft mir jetzt gleich, die ganzen B-Rolls zu machen. Wir befinden uns jetzt auch in Frankfurt, nicht mehr in Dortmund. Das ist eine ganz interessante Location auch. Wir fangen jetzt an, nicht ganz so ins Detail zu gehen, weil ich denke, es gibt genug Videos zum Thema Gimbal, wo die ganzen Modis erklärt werden, was ist und wie das so funktioniert. Aber ich würde einfach nur meine Sicht dazu erklären, wie ich damit arbeite, was so meine Tipps wären und was mein Setup so ist. Also wie die Aufnahmen so zustande gekommen sind, die ihr auch gerade schon gesehen habt. Denn ja, die Leute haben schon gerade den Porn gesehen. Aber jetzt kommt sozusagen... Der war geil. Der war echt gut. Ja, klar. Kurze Geschichte zu meinen Gimbal-Erfahrungen. Mein allererster Gimbal war ein Zeon Crane 2, also der ganz normale, ohne S oder irgendwelchen Buchstaben. Davor hatte ich zwar noch eine Glidecam gehabt, diesen nutze ich aber auch heute noch. Aber das hat alles seine Vor- und Nachteile, wann ich einen Gimbal nutze und wann ich eine Glidecam nutze, würde ich, glaube ich, mal lieber in einem separaten Video erklären. Nach dem Crane 2 hatte ich noch den Ronin M, das ist ja so quasi der bekannteste Gimbal eigentlich von DJI. Das ist auch echt ein ganz gutes Gerät, aber für meine Ansprüche war das einfach nicht das, was ich brauchte. Denn ich hatte auch wirklich sehr, sehr schlechte Erfahrungen mit dem Ronin M, denn die Akkus sind mir ständig kaputt gegangen und so ein Akku kostet auch Geld. Und es hat auch immer sehr, sehr lange gedauert, den einzustellen und hat mich zu viel Zeit gekostet und dann habe ich ihn noch relativ schnell wieder verkauft. So, auf jeden Fall habe ich dann bei einem Contest von Zeon mitgemacht. Die haben bei Instagram nämlich so einen Contest gemacht, wo du gegen Crane 3S gewinnen konntest. Das war echt eine sehr, sehr coole Aktion. Und ich habe bei dem Contest auch glücklicherweise gewonnen, dank euch, die da mitgevotet haben. Also vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Ich kann den Clip auch nochmal für diejenigen, die es nicht gesehen haben, einmal hier einblenden. Okay.
Genau, waren ziemlich viele Effekte drin und ganz schönes After Effects-Spektakel. Auf jeden Fall habe ich dann den Crane 3S gewonnen und habe mich auch mega gefreut. Allerdings war der Crane 3S dann doch zu groß und zu schwer und ist doch eher für so eine Kamera gedacht wie eine Red oder noch was anderes, das FS700, also schon diese so die Big Cams halt. Für meinen Zweck war das dann halt doch das Falsche. Nobby hatte zufällig einen Crane 2S gehabt und da haben wir gedacht so, tauschen wir einfach, denn er hat nämlich ein schwereres Setup und der Crane 2S war dann doch etwas zu schwach für seine Zwecke und hat das ganz gut gepasst. Dann hatte ich den Crane 2S und ich muss sagen, der war wirklich in allen Punkten noch mal besser gewesen wie der Crane 2. Es war ja der Nachfolger von meinem alten Gimbal und habe mich auch ziemlich schnell da wieder zurechtgefunden. Der Hauptpunkt war einfach, dass die Motoren deutlich stärker waren. Sion hat damit geworben, dass das 2470 mit einer Sony Alpha easy da drauf passt, auch nicht wackeln soll, also nicht der quasi am Limit ist und noch genügend Restpower hat. Allerdings nutze ich das 2470 sehr ungern auf einem Gimbal, denn es ist einfach zu schwer. Also ich mag es nicht, wenn das Setup viel zu schwer ist, denn ich mache ziemlich lange Shots in einem One-Take. Wenn quasi meine Arme am Zittern sind, dann ist die Aufnahme halt auch einfach nicht gut genug, sodass ich sie länger durchziehen könnte, ohne zu cutten halt. Dann nutze ich halt viel lieber das 55 mm von Zeiss. Ich habe da schon sehr oft drüber gesprochen, dass das ein 1A-Objektiv ist. Es ist von der Brennweite einfach so die optimalste Lösung für mich, um cinematische Aufnahmen zu bekommen, gerade bei Rolling-Shots auch. Auch ein weiterer Punkt ist, warum ich ungern eine variable Brennweite auf einem Gimbal habe, ist einfach, dass man, wenn du das schon verstellst, dann eh nochmal neu austarieren musst. Und da kannst du auch gleich ein Objektiv wechseln. So, auf jeden Fall ist das mein aktuelles Setup, womit ich sehr zufrieden bin, muss ich sagen. Ich habe den Dual-Handle-Griff sehr, sehr gerne dran. Der ist für mich sehr wichtig, da ich so viel präziser quasi die Schwenks machen kann. Wenn du zum Beispiel nur einen Einhand-Gimbal hast, dann ist es manchmal irgendwie sehr schwierig, wenn du einfach nur eine Bewegung von oben nach unten und gleichzeitig von rechts nach links machst, dann zieht das immer so ein bisschen nach und stockt so. Wenn du so einen Dual-Handle hast, macht das einfach die ganze Kiste viel präziser. Dann habe ich den dritten Griff noch. Der ist auch dazu da für die Ergonomie. Ist aber manchmal sehr praktisch, wenn du den linken Handle nimmst und dann so in der Mitte. Und dazu ist dieser dritte Griff auch noch mal ganz geil, wenn du einfach mal deine Hand ein bisschen entspannen musst und den Gimbal so ein bisschen locker lässt. Kommen wir zu den Modis. Mein Lieblingsmodi ist einfach der POV-Modus. Den nutze ich sehr, sehr gerne für diese ganzen crazy Shots, sage ich mal, wo ich halt einfach einen langen One-Take mache. Wenn ich von etwas weiter weg zum Auto hinlaufe, mit einer Rotation kannst du halt einfach auch sehr, sehr geil arbeiten. Zusätzlich ist auch noch ein wichtiger Punkt, weil wenn du auch die Rotation mitverwendest, funktioniert komischerweise die Verkrümmungsstabilisierung deutlich besser in Premiere, wie wenn du einfach nur diese Aufnahmen hast von oben nach unten halt so. Also diese normalen Schwenks halt einfach. Deswegen kannst du dann in diesem Modus halt auch deutlich verrücktere Aufnahmen machen und länger durchziehen. Dann nutze ich natürlich auch sehr gerne den F-Modus. Der macht halt einfach nur dasselbe ohne die Rotationsbewegung. Das heißt auch, der Schwenk von oben nach unten und von links nach rechts geht. Der wird dann einfach für die normalen, cinematischen und ruhigen, nicht crazy Aufnahmen genutzt. Und zu guter Letzt nutze ich dann noch den Vortex-Modus, nennt er sich, glaube ich. Auf jeden Fall steht ein V beim Gimbal. Den nutze ich einfach mal, um komplett abzudrehen, denn du kannst dann quasi einfach um 360 Grad die Kamera dann komplett drumherum drehen. Und das mache ich einfach sehr gerne, wenn ich einfach so ums Auto drumherum laufe. Und dann drücke ich den Joystick quasi einfach so nicht ganz so schnell nach rechts, weil wenn ihr das zu schnell macht, dann würde die Verkrümmungsstabilisierung auch ein bisschen reinscheißen. Ich nutze tatsächlich fast auf allen Aufnahmen dann nochmal die Verkrümmungsstabilisierung. Deswegen sollte die Aufnahme auch dementsprechend noch handelbar sein für die Software. Natürlich habe ich auch einen Monitor. Der ist auch nicht ganz unwichtig, vor allem wenn ihr bei sehr, sehr hellen Lichtverhältnissen dreht. Denn auf einem kleinen Monitor ist es dann so bei Sonnenlicht schon schwierig zu erkennen. Aber ich muss sagen, dank der A7S III nutze ich den immer weniger, weil ich da echt gut in so an normalen Lichtverhältnissen alles erkennen kann. Außer es ist jetzt so 30 Grad und die Sonne brennt dir einfach direkt in die Fresse weg. Und dann siehst du halt auch echt gar nichts. So. Dafür ist halt ein Monitor wichtig. Klar gibt es dann noch einen Recorder, so Ninja Atomos zum Beispiel, überlege ich die ganze Zeit mir zu holen, da du da ProRes RAW aufnehmen kannst. Allerdings bin ich dafür gerade ein bisschen zu geizig. Noch ein wichtiges Gadget ist auch der, das, mein Gott, deutsche Sprache. Akkurativ, Nominativ. In der Grundschule habe ich jetzt angefangen, Deutsch zu lernen. Also so richtig, ja. Weil meine Mutter, die konnte halt nur Russisch. Und ich bin halt bei ihr erstmal aufgewachsen. Vater war nie da. Dementsprechend waren meine Deutschkenntnisse sehr schlecht. So, was soll ich sagen? Achso, ein weiteres Gadget, was ich mir viel zu spät geholt habe, muss ich sagen, weil ich einfach, ich weiß nicht, es kostet auch nicht viel Geld, aber irgendwie dachte ich mir so, nee, diese 25 Euro will ich nicht ausgeben, aber ich sag's euch, ihr spart euch so viel Stress und Zeit, immer wieder diese Platte, die Gimbal-Platte quasi,
komplett abzuschrauben und neu dran zu machen an die Kamera, wenn ihr mal vom Stativ oder Handheld oder so auf den Gimbal wieder wechseln wollt. Das ist eigentlich das, was man sich direkt zum Gimbal dazu bestellen sollte. Damit macht ihr auf jeden Fall nichts falsch. Ein weiteres Teil, was ich sehr gerne benutze bei meinen Aufnahmen, ist ein Hoverboard. Das eliminiert halt einfach die Bewegung, die du beim Laufen hast, nämlich die Bewegung von oben nach unten. Das fällt halt immer deutlich auf, wenn du halt in den Speedramps ziemlich hoch von der Geschwindigkeit gehst und eine sehr lange Aufnahme auch durchziehst. Und im Zusammenspiel mit dem POV-Modus machst du da einfach auch sehr, sehr geile und smooth Aufnahmen, die du auch richtig schön lang durchziehen kannst. Es ist halt ultra praktisch, wenn du von weiter weg auf das Auto zufährst in dem Sinne, plus die Rotationsbewegung, was auch nochmal für die Verkrümmungsstabilisierung sehr von Vorteil ist, und dann einmal ums Auto rum fährst und dann verschiedene crazy Aufnahmen halt machst, die dann trotzdem echt schön smooth bleiben. So, bevor es mit dem eigentlichen Video weitergeht, musste ich noch eine kleine Sache ansprechen, denn im Video, wo es um meinen Innenraum ging, habe ich ein bisschen Beleuchtung aufgebaut gehabt. Da gab es ein bisschen Verwirrung, denn es haben einige gedacht, dass hier schon Ambientebeleuchtung drin wäre, was jetzt nicht unwahrscheinlich wäre bei mir, aber tatsächlich war es jetzt hier nur der Innenraum, was eigentlich schon sehr, sehr viel ist, also das ganze Forged Carbon, das Alcantara, Leder und alles, das ist halt alles, was neu dazugekommen ist. Ich muss jetzt auch sagen, so nach den paar Monaten, wo ich das jetzt schon hier drin habe, es ist einfach so ein Riesenunterschied. Wenn ich hier reinkomme, immer wieder flasht mich dieser Innenraum, denn es ist ein so ein Riesenunterschied zum normalen, weil das ist halt echt das, wo der Hyundai geschwächelt hat und sie halt auch sparen mussten, weil halt alles dieses Hartplastik halt war. Und da bin ich echt froh, dass ich das jetzt hier habe. Ich würde sagen, man muss nicht alles machen. Also das Ganze hier ist schon top over the top, das ist fast too much. Was ich so weglassen würde, wäre jetzt vielleicht das Forged Carbon hier an den Seiten. Das Leder würde ich auf jeden Fall machen, weil das ist halt ein Bereich, den man halt oft sieht, und das Hartplastik lässt es halt schon doch deutlich billiger erscheinen. Schaltzack finde ich auch ultra geil, vor allem mit dem Forged Carbon, was hier drumherum ist. Und wichtig sind vor allem die Teile, die du halt ständig anfasst. Also Lenkrad aufgepolstert mit Alcantara ist ein Muss, finde ich. Also das ist so das Erste, was ich machen würde, weil das gibt dir einfach ein ganz anderes Fahrgefühl nochmal und eine ganz andere Wertigkeit von dem Auto. Genauso wie die Handbremse auch. Da hast du nicht diesen komischen Knüppel aus Hartplastik, sondern hast du halt schönen Alcantara. An den Armaturen mit dem Forged Carbon kann vielleicht für den einen oder anderen etwas zu viel sein. Das kann man vielleicht einmal durch Alcantara ersetzen. Aber wer es feiert, kann sich halt auch richtig Forged Carbon gönnen. Die Dreiecke müssen jetzt auch nicht unbedingt sein. Die Türen in der Kombination, wie die jetzt so sind, mit dem Leder, Forged und dem Alcantara, würde ich auch safe machen. Da ich gerade hier davon die ganze Zeit noch so schön rede, würde ich sagen, machen wir noch so einen kleinen Innenraum-Unicorn. Nächster wichtiger Punkt ist es, die richtige Brennweite auszuwählen, denn für verschiedene Movements, die ich auch in dem Video gezeigt habe und die auch im Porn zu sehen waren, funktionieren nicht mit allen Brennweiten. Da braucht einfach das Programm ein bisschen mehr Informationen vom Bild, um das Bild zu tracken, damit die Verkrümmungsstabilisierung funktioniert. Deshalb solltet ihr eher auf ein weitwinkligeres Objektiv setzen. Übertreibt es aber nicht damit, nur weitwinklig aufzunehmen. Es ist auf jeden Fall ganz cool und smooth, aber es sieht nicht sehr, sehr cinematisch aus, denn das Bild ist etwas verzerrt und sieht undramatisch aus. Wenn ihr eine höhere Brennweite nehmt, wie zum Beispiel 55er, ich sag's immer wieder, ist so ein super Mittelweg, oder ein 50er, je nachdem, ist ja egal, man sagt ja Nifty-50, dann sieht das Bild halt trotzdem sehr cinematisch aus und man hat aber doch noch genug Informationen, damit die Stabilisierung auch gut funktionieren kann. Variiert da einfach immer so ein bisschen, bedenkt dabei, je höher eure Brennweite ist, desto schwieriger wird es sein für die Verkrümmungsstabilisierung. Also entscheidet weise. Dann auch ein wichtiger Punkt, der auch sehr oft vergessen wird, ist es, immer bevor ihr anfangt zu drehen, kalibriert euer Gimbal. Also ihr habt immer in eurer App oder auch im Menü die Möglichkeit, die Motoren zu kalibrieren, also dass die Stärke und alles nochmal angepasst wird. Das kann nochmal echt viel ausmachen, manchmal mehr, manchmal weniger, manchmal muss es gar nicht gemacht werden, aber ihr seid einfach safe, wenn ihr es tut. Denn manchmal habe ich es nicht getan und ich dachte mir so, warum sind die Aufnahmen so wackelig und ruckelig? Und dann ist mir eingefallen, oh ja,
habt nicht kalibriert. Also denkt daran, bevor ihr mit dem Dreh beginnt. Ein weiterer sehr wichtiger Punkt ist die richtige Gangart, denn wie ihr in diesem Beispiel sehen könnt, hat man eine sehr, sehr starke Auf- und Abbewegung und so sollte man es definitiv nicht machen. In diesem Beispiel arbeite ich zum Beispiel sehr stark mit den Knien und versuche einfach den Gimbal immer in derselben Höhe zu behalten. Dann solltet ihr auf jeden Fall Smooth Shots bekommen. Ich habe es eigentlich vorhin schon angeschnitten mit dem Thema Hoverboard. Da ist es natürlich so, dass ihr dann gar nicht das Problem habt, aber ihr könnt natürlich nicht immer und jederzeit ein Hoverboard nutzen. Bestimmte Oberflächen lassen es manchmal nicht zu oder ihr habt einfach gerade nicht einen parat. Und achtet auch darauf, dass ihr immer im selben Tempo bleibt. Also nicht anfangt, irgendwelche Speedramps schon in der Aufnahme selbst zu machen, denn das wird nämlich gar nicht funktionieren in der Postproduktion. Also bleibt einfach im selben Tempo und den Rest macht ihr dann einfach am PC. So, kommen wir zum letzten Punkt. Es ist so, dass viele vergessen, dass man auch verschiedene Bewegungen gleichzeitig kombinieren kann. Ich sehe immer wieder Leute, die einfach nur eine Bewegung machen. Also sprich halt wirklich einen Kameraschwenk von oben nach unten oder links nach rechts, aber nicht überlegen, dass man alle Achsen kombinieren kann. Heißt also, ihr solltet, wenn ihr mit dem Gimbal arbeitet, zum Beispiel nach vorne laufen, den Gimbal gleichzeitig von links nach rechts bewegen und das Objekt immer im Mittelpunkt halten. So sieht das einfach schon viel, viel professioneller aus. Oder ihr packt auch noch, wie ich es sehr, sehr gerne mache, die Rotation mit dazu. Wie in diesem Beispiel. Ich laufe seitlich nach rechts, bewege die Kamera von rechts nach links, rotiere sie gleichzeitig auch von rechts nach links und gehe mit dem Gimbal immer ein Stückchen weiter runter und halte dann auch das Objekt im Mittelpunkt. Und so bekommt ihr echt eine ziemlich coole Aufnahme hin. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es war mal ein bisschen umfangreicheres Video mit ziemlich viel Inhalt. Ich weiß nicht jetzt, ob das zu viel war. Ich muss mich noch so ein bisschen eingrooven. Vielleicht würde ich im nächsten Video mich ein bisschen kürzer halten und einzelnere Punkte ansprechen, weil ich schweife manchmal noch so ein bisschen ab. Aber ich denke, es war ein ganz cooles Video. Es hat mir auch echt Spaß gemacht. Schreibt mal in die Kommentare, ob euch das Video auch weitergeholfen hat. Jetzt gibt es auf jeden Fall noch ein paar Behind-the-Scenes GoPro-Aufnahmen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Wünsche euch noch einen schönen Tag, schönes Wochenende. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao. Gut machen Sie das. Sehr schön. Besser als wir. Du filmst jetzt echt anders mit dem Cam. Ja, weil guck mal, so kann ich easy wechseln, weißt du? So, zack, oben. Quen 2M, nee. Quen 2M? Neues Gimbal erfunden. Ja, genau. Hallo. Was geht? Warum haben Sie so saubere Haut? Habe ich saubere Haut? Oh, ja. Ich habe sogar meinen nicht vorhandenen 3-Tage-Bart drauf. Nicht so, ja, du musst aussuchen. Ach so, ja, die haben jetzt keinen Schwenk gemacht. Scheiß auf den Schwenk. Ja, wollten wir Schwenk? Ja, ja.